Das Wunderhuhn von Bruno Horst Bull. Die Donnerstagsgeschichte. Der geizige Perlenfischer. Ein Perlentaucher hatte viele Monate lang im Ostmeer nach Perlen gefischt. Als sich das Jahr zum Ende neigte, tat er seinen Fund in ein Sieb. Er wollte ihn auf den Klippen waschen. Es waren wohl bald 1000 Perlen. Viele davon waren von außergewöhnlicher Schönheit. Als er nun auf dem Felsen saß und die Perlen wusch, wurde eine Perle aus dem Sieb gespült. Sie versank in den Wellen. Der Perlentaucher war ein geiziger Mann. Er dachte, wenn ich schnell der Perle nachtauche, kriege ich sie vielleicht noch wieder. Sonst fällt sie zwischen die Felsen und Korallen am Meeresgrund. Dann ist sie auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Schnell und achtlos stellte er das Sieb mit den vielen Perlen auf eine Felsplatte. Dann sprang er der verschwundenen Perle nach. Wirklich, er hatte Glück. Kurz bevor sie in eine Gesteinsspalte versank, konnte er sie mit der Hand greifen. Vom Tauchen war ihm die Luft knapp geworden. Deshalb musste er schnell wieder hinauf an die Wasseroberfläche. In diesem Augenblick schlug eine ungewöhnlich hohe Brandungswelle auf die Felsen. Sie stieß das Sieb um. Alle die vielen glänzenden Perlen fielen ins Wasser. Der Taucher sah den Perlenregen in die Tiefe rieseln. Aber er konnte keine einzige retten. Er musste auftauchen, um Luft zu schöpfen. Als er wieder Atem hatte, waren die Perlen schon bis zum Grunde des Meeres gesunken. Dort lagen sie unter Korallen und spitzen Steinen in tiefen Felsspalten. Kein Mensch konnte sie wieder ans Tageslicht bringen. So holte die See sich zurück, was ihr gehörte. Der geizige Mann hatte dem Meer nicht eine einzige Perle als Opfer gegönnt.